Moin moin und willkommen zurück zu Vintage Story. Wir sind uns hier in der Schmiede gerade. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich war hier mal wieder fleißig, aktiv, habe ordentlich den Hammer geschwungen. Bin aber leider noch nicht fertig. Ein bisschen Geflecht haben wir schon, ein paar Schuppen haben wir schon. Der Stielhammer hat auch ordentlich Platten produziert. Richtig nice. Wollte ja eigentlich mit dem Keller anfangen. Aber das wäre ja eigentlich nur ein kleiner Aufwand. Das ging ja recht schnell und dachte mir, hey, das kriegen wir auch in der Folge hin. Aber lieber schmiede ich jetzt noch. Ich weiß gar nicht, wie lange war ich noch on? Keine Ahnung. Kurz nach der Aufnahme auf jeden Fall nochmal ein bisschen ordentlich einen reingehackt. War gut. Man kommt tatsächlich wirklich voran, wenn man dann endlich mal eine Idee hat, wie man am besten. Na, seine Werkstücke abschmiedet, ne? Da gibt es ja dann auch so die ein oder anderen Tricks. Dass man da nicht alles von A nach B prügelt, dann muss man natürlich da erstmal wieder neu herausfinden. Naja, so ist das. Der Plan ist, dass wir dem Keller jetzt ein Upgrade verpassen. Und es ging ja hier um diesen Raum. Wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Länge und müsste auch 6 Breite sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, deswegen auch die Doppeltür. Jetzt ist natürlich die Idee. Wie viel Luft haben wir hier? Die Idee wäre, also den Raum erstmal jetzt auf 7x7 zu bringen, auf Maximalgröße. Und ihn danach frei zu erweitern. Frei zu erweitern klingt jetzt auch wieder komisch. Aber in dem Falle einfach mit dem Türsystem in diese Richtung und in diese Richtung verbinden. Dann haben wir eventuell spezialisierte Kammern, wo man jetzt sagen könnte, jo, alles klar. Hier in dem Bereich lagern wir zum Beispiel nur Brot. In dem Bereich lagern wir zum Beispiel nur fertig eingelegtes. Also das ist hier alles, soll hier alles verzehrfertig sein, ne? Speisekammer. Das ist kein Lagerraum für die ganzen Rohmaterialien. Nein, hier gehst du rein, nimmst dir was raus, schmeißt dir das ins Gesicht und machst weiter. Mit deiner wunderbaren Arbeit. So ist die Idee. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Blöcke haben wir hier zwischen? Hier haben wir zwei, dann kommt die Wand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gerade mal drei. Das ist zu dünn. Hier ist Wand. Eins, zwei, drei. Also Wand. Nee, das ist zu dünn. Also gehen wir in diese Richtung und in diese Richtung. Östlich und nördlich. Genau so machen wir das. Jo, dann müssen wir erstmal hier alles abreißen, natürlich. Ganz klar. Oh nein, jetzt ist tatsächlich meine Axt kaputt gegangen. Das ist unangenehm. Müssen wir nochmal hoch. Ja, ich war auch fleißig Holzfällen. Habe draußen unseren Kiefernwald mal gerodet und neu nachgesetzt. Und ich habe auch ordentlich Harz rausgekriegt, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ich habe den Stack extra gelassen. 15. 15 Mal Kiefernharz dank dem Harzsammler. Richtig geil. Da ja Gott sei Dank X-Skill wieder am Start ist. Ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen, weil einfach geil. Ist ja so. Leute, die das benutzen. Die wissen ganz genau, wovon ich rede. Ist einfach so. So, die Kiste packen wir auch erstmal sofort raus, denn irgendwo müssen wir die ganzen Items hier erstmal zwischenschmeißen. So, dann können wir auch alles vernünftig mit Laternen aushängen. Denn Plattenmaterial und Kerzen sind ja genug da. Da haben wir ja vorgesorgt. Schöne Bismut-Laternen. Richtig geil. Freue mich drauf. Das wird gut. Problematisch sind jetzt die Juten hier. Da haben wir noch was drinne. Hat jetzt auch arbeitet. Aber sollte kein Problem sein. Die tragen wir einfach mal ganz entspannt raus. So, erstmal alles ins Lager hier. So. Zack. Dank der Carry-On-Mod kein Problem. Wenn ihr die jetzt abreißen würdet, so wie wir das mit den anderen gemacht haben, würde, glaube ich, alles auseinanderflattern und ihr würdet euch sehr, sehr ärgern. So, deswegen können wir die auch so lassen, wie sie sind im Grunde.
Brauchen wir ja eigentlich gar nicht ausräumen. Habe ich ja fast selber vergessen. Warte mal, das sieht ja nicht mehr süd aus. Müssen wir essen. Oh, gute Zeug. Die guten Kuchenstücken. Ja, das ist ja wie hier, ne? Hier in Real Life. Ne? So oft Kuchen isst man hier bei uns ja nicht. Leider. Aber ist, glaube ich, auch ganz gut so. Kommt immer drauf an, von welcher Seite man jetzt sieht. Jetzt werden wir erstmal hier unser Baulicht aufhängen. Gut, dann habe ich gesagt, einmal in die Breite. Da können wir dann natürlich in die Richtung Süden gehen. Da ist die Wandstärke noch gut vorhanden. So, immer kurz weg. Oh, dann gehen wir heute. Ob wir es heute noch in dieser Folge schaffen, weiß ich noch nicht. Aber ich habe so wahnsinnig Bock, mal wieder in die Südbase rein zu spazieren. Richtig Bock, ne? Geht gar nicht. Das geht gar nicht. So. Da haben wir jetzt unsere maximale Größe erreicht. Jetzt könnte man die Doppeltür denn um 1 versetzen, wenn man unbedingt die Doppeltür behalten möchte. Aber auf jeden Fall haben wir dann einen Durchbruch in diese Richtung. Und einen Durchbruch in diese Richtung. Wandstärke 1 sollte meines Erachtens reichen. Oder machen wir 2 draus? Aber dann aus welchem Grund? Kurz überlegen. Na, man könnte eventuell Kisteneinschübe machen. Diese Teile dann hier oben drauf platzieren, schon raufgestellt, welche drunter gestellt. Muss man mal gucken. Machen wir die Wand. Ja, komm. Die bleibt 2 dick. Hier an dieser Seite. Und dass wir das gleich wissen, die hier hat nur eine Stärke. Für den Fall, dass wir hier nur Brot und Regale brauchen. Oder Regale für Töpfe, siehst du. Wir haben jetzt auch immer noch den Vorraum hier, der natürlich auch bearbeitet werden möchte. So. Aber ich würde sagen, wir machen mit einem Raum... Ja, doch. Wir machen erstmal nur einen Raum, bevor wir beide machen, weil der, wo wir Brot drinnen lagern, wird deutlich wichtiger. Das wird in dieser hier sein. Dann machen wir den auch wieder 3 hoch, so dass man auch überall rankommt. Sollte logisch sein, kommst du nirgends ran, bringt dir der ganze Bums nichts. So. 7 breit. Wunderbar. Kurze Zeitraffer hier für euch. Das wäre es dann auch schon mal gewesen. Ganz easy, ich habe hier aber irgendwie was entdeckt. Wir kommen in dem Dreck ziemlich nah, da muss irgendwo Wasser stehen. Man hört es ja auch, da ist ja der See in der Nähe. Ich denke mal, die Decke werden wir mit Cobblestone abstützen oder austauschen, damit das nicht so blöd aussieht. Ich will da nicht unbedingt den Dreck durch die Wand sehen. Würde mir nicht gefallen, dass gut ist. Wir haben wahnsinnig viel Bruchstein gesammelt hier, Granit in dem Falle. Richtig geil. Können wir natürlich wieder ordentlich craften. Ja, so sieht das aus. So ist die Idee. Einfach nur mal eine ganz simple Lagerhauserweiterung. Gar kein Hexenwerk. Oh, der Wolfsound ist neu. Aber der kommt mir bekannt vor. Das habe ich schon mal irgendwie, gehört. Das klang so ein bisschen nach, wer es kennen sollte noch. Ich meine mal, wer noch kennen sollte. Ne? Das ist auch so eine Sache. Natürlich kennt man das. Wer so ein bisschen ESL verfolgen sollte. Das klingt so wie der Wolfsound von Warcraft 3, wenn die Nacht reinbricht. Na, du hast ja in dem Game Tag-Nacht-Zyklus. Und das kündigt sich sicher an. Der Morgen durch einen Krähenhahn und die Nacht durch einen Wolf. Und das klang wahnsinnig ähnlich, meine Güte. Ich hätte als Kind echt mal mehr an der Luft gehen sollen. Ne? Also wer sowas... Meine Güte. Meine Güte. War das geil. So. Jetzt haben wir diesen ganzen Bums hier fertig. Jetzt brauchen wir folgende Sachen. Kisten haben wir. Wir haben ja alles rausgeräumt. Warum bin ich hochgegangen? Warum zur Hölle bin ich gerade hochgegangen? Ich war so irritiert von dem Wolfsound. Ich hatte so ein Grinsen im Gesicht schon wieder. Dachte so, geil. Kommt wieder irgendwie bekannt vor. Ist aber nicht 100% der Sound. Alles gut. Aber es ähnelt sich stark. Ich weiß es wieder. Jetzt ist es mir quasi
Schuppen von den Augen gefallen. Von dem Kopf. So, guck mal, das können wir auch noch zusammenführen. Jetzt sieht es ein bisschen mehr aus. Gott sei Dank. Ich dachte echt, war ich echt so, so faul und habe so wenig gemacht. Aber nein, da war doch noch ein bisschen was. Ja, bitte. Ja. Die Firearms-Mod lässt sich noch ein bisschen Zeit. Soll sie ruhig. Lieber Zeit lassen und richtig geil werden, als ja, Müll produzieren. Ne? Ganz einfach. Klassiker. Gut. Jetzt haben wir meine wunderbaren Lieblingslaternen. Wir haben gehört, hier sind schon ein paar Einwohner gespawnt, die nicht unbedingt hier sein müssten, meines Erachtens. Hallo. Boah, frech. Ihr seid hier in meinem Haus. Habe ich irgendwas verpasst? Ihr habt es auch gerade gesehen, oder? Meine Güte, klingen die Wölfe nice. Ey, ihr habt's auch gesehen, ja? Ne, dass ich hier ja ein paar Zeugen habe. Ich habe dieses Viech gerade geklatscht. Und es hat sofort was fallen lassen. Und ist quasi weggebröselt. Habe ich irgendwelche Mods installiert, von denen ich nicht weiß? Also ich habe zwei Mods installiert, das weiß ich, aber das hat damit nichts zu tun. Das geht dann eher ins Endgame. Dass ich quasi einige Werkzeuge upgraden kann mit Diamanten, falls man diese findet. Und können da noch ein bisschen mehr Durability rauskitzeln. Ich komme doch eine einzelne Tür hin, das ist mir zu... Ist mir zu komisch sonst. Können wir die nicht einfach genau mittig hängen? Wir haben hier schon Bedürfnis, komm, mach das, hängt das mal hier in der Mitte. So. Wir haben noch eine Mitte, das ist doch der tolle an so einem 7x7 Raum. So. Zack. Das ist aber auch wieder so auf Kopfhöhe. Ich glaube, die Story mit dem Blumenpott habe ich letztes Mal erzählt. Musste gerade schon wieder dran denken. Geil. Gut. So kann es aussehen. So wird es aussehen. Jetzt ist natürlich die Frage Aufteilung. Ich denke mal hier in dem Vorraum. Warte mal, die sind doch alle hier. So. Machen wir mal die schnelle Art und Weise. Ich würde sagen, hier in dem Raum. Schön in der Ecke. Platzieren wir Fässer. 5 Stück haben wir. 5 Stück platzieren wir. Kommen wir überall ran? Kann man überall reingucken? Ja. Ist sehr wichtig. So, dann haben wir hier schon mal fertiges, gebündeltes. Ach ja. Das müssen wir ja hier schön mit der Carry-On-Mod von A nach B schleppen. Rohmaterial. Fleisch und Kuchen. Boah, Kuchen. Es ist trotzdem erstmal im Grunde recht wahllos, was ich hier mache, ja? Lass uns das gleich verstehen. So, sind wir nämlich schneller. 2 Stück haben wir noch, die wir frei platzieren können. Packen wir die erstmal hier hin. Platz haben wir ja jetzt genug und da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Die Brotregale können wir jetzt eigentlich auch bis zum Boden platzieren. Jetzt sehen wir das ja. Die Frage ist, wie viel Sinn das macht. Jeder, der weiß, warum mit Kornkammern und ähnliches gibt, da ging ja alles eigentlich einzig nur darum, dass da keine Schädlinge reinkamen. Deswegen wurden die immer so schön aufgepfählt und hast du nicht gesehen. Wenn wir jetzt eine Ratte im Haus haben oder eine Maus, würde die uns natürlich das untere Brot schön wegschnabulieren. Das wäre nicht schön. Komm, mach doch mal einen ganzen Batzen hier. So. da kann ich schon mal eine Story erzählen, ne? War ja nur
in der letzten Woche war ich ja kurz abwesend, da gab es ja dieses Wochenende, ich habe ja keine Folgen und hast du nicht gesehen, weil ich da mich erstmal ein bisschen erholen musste. War ja in der Heimat und wir haben die Familienkutsche so teilweise fix, also da, wo ich halt helfen konnte als Laie, ne? Und auf jeden Fall saßen wir so morgens am Frühstückstisch. Alles ganz entspannt, ne, wie das morgens halt so ist. Machen uns fertig. Dann hörst du auf jeden Fall im Haus dreschen, so, muss, ja doch, war schon der Wischer. Klatscht auf dem Boden, volle Sau. Riesengetöse in der Bude, ne? Da kommt Oma um der Ecke mit dem Wischer und eine Maus in der Hand. Da muss die Mietz aus irgendwie eine Maus in der Bude geschleppt haben und fand das super toll, uns die als Geschenk in der Bude liegen zu lassen und hat sich dann natürlich sofort wieder verpissen nach draußen. Super geil. Das erste Mal in 26 Jahren, dass ich da im Haus eine Maus gesehen habe. Im Haus drin. Richtig krass. Ich weiß zwar auch nicht, wie sie sich durch die Steinwände gefressen hat. Nein, hat die Katze drin geschleppt, ganz klar. Aber trotzdem, war schon unheimlich. So, jetzt wäre das natürlich super nice. Test, kleine Probe. Eigentlich möchte ich den Raum nicht halbieren, weil das einen sehr, sehr erdrückenden Eindruck macht. Nee, Mann. Kannst du nicht machen, geht nicht. Aber wir können das trotzdem so teilen. Und dann stellen wir da nochmal was anderes hin. Wir haben ja dann... Ja, klar. Wir stellen Karaffen für Kuchen hier noch hin. Karaffen, sag ich schon. Vorratsbehälter. Also, wie sieht's hier mit dem Licht aus, wenn ich mal die Laterne wegpacke? Ein bisschen Rotlicht, ne, muss sein. Ja, so geht's. So ist okay. Das gleiche machen wir sinngemäß hier. Hier haben wir es schon. Und meinetwegen packen wir hier auch noch eine hin. Ich will hier alles ausgeleuchtet haben. Ich habe hier keinen Bock auf Drifter-Spawns in meiner Bude. Genau. Dann kommen hier noch hier Lagerdinger hin hier. Wie heißen sie? Vorratsgefäße. Nimm mal die doch gleich mal mit. Die haben wir jetzt eh keine Funktion. Dann haben wir einen Raum hier für Backwaren. Backwaren. Super. Können wir hier die Lichtverhältnisse noch ein bisschen verbessern? Jo. Können wir. Können wir machen. Gut. Brot wieder einlagern. Sehr nice. Das Ding mit der Maus, ne, war schon komisch. Manchmal, ich finde das so nicht eklig. Das ist ja das Gute. Aber man guckt dann doch schon komisch. Na, du isst es doch endlich, meine Herren. Er ist auch so nervös, der Junge, ne? Ist gut. So, da so viel zum Keller-Update. Jetzt gibt's noch eine schöne Tür. So wie sich das gehört, können wir gleich noch ein paar mehr machen. Ich habe da unten noch so ein paar ekelhafte Piss-Ahorn-Türen gesehen. Die müssen natürlich weg, weiß ich nicht, mag ich nicht. Ekelhaft. Hier, die Treppe muss auch noch gewechselt werden. Warum ist die Musik so düster? Ist doch eigentlich alles gut. Das ist doch unsere Privathöhle hier. Hier war doch auch noch irgendwo was. Oh, Walnuss, ne? Walnuss sieht natürlich auch richtig geil aus. Gut, da brauchen wir noch eine zweite, sonst wird das nichts. Dann können wir immerhin die Holzerzeugnisse hier erstmal ablegen. Ich habe auch das komplette Kiefer. Das komplette Kiefernholz habe ich wirklich, ja, alles in den Meiler gehauen. Für Holz. Für Kohle, meine ich. Alles reingedrückt, da ist nichts übrig geblieben. Ich habe den Meiler noch erweitert. Den schauen wir uns übrigens gleich mal an noch. Schaffen wir den noch? Ja, wir haben, komm, eine Minute. Ich habe ja noch jetzt Zeitraffer.
So, das kommt hier rüber, das kommt hier wieder rüber. Wir müssen noch Äpfel pflanzen. Müssen wir auch nochmal. Siehst du, haben wir ja in der Folge noch genug zu tun, ein bisschen. Hauen wir uns mal erstmal unser neues, wunderbar bequemes Bett. Richtig geil. Endlich mal so richtig pennen, ne? Nicht nur im Dreck liegen. So, aufstehen. Reicht. Kann nur so lange schlafen. So, das zelebrieren wir erstmal mit einer Handvoll Beeren und Sojabohnen. Ach, endlich wieder ein Portal. Ich habe jetzt auch brutalst nachgepflanzt. Abstände gibt es hier nicht mehr. War mir wurscht. So. Hier einmal zum Meiler. Meiler. Ist ein bisschen größer geworden, glaube um ganze drei Blöcke. Ne, um vier Blöcke sogar. Wow. Das muss natürlich erstmal gefüllt werden. Habe ich hier noch ein bisschen was über? Jawohl, sehr gut. Für die Bretter. Nice, nice. So. Wir sind auch ein bisschen schneller. Gestern, wo ich freigezockt habe, beziehungsweise geschmiedet habe, kam noch ein Skillpunkt rein. Der ging in den Reiter Überleben und unterwegs. Da kriegt ihr nochmal 10% Geschwindigkeit auf Straßen dazu. Also haben wir jetzt hier nicht nur plus 30, sondern plus 40. Finde ich ja schon wieder mega nice. So, die Bäume wachsen. Haben wir denn hier rosa Äpfel? Na, kiek dir das an. Sicher haben wir rosa Äpfel, weil wir haben ja mitgedacht. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Freilassen, zack. Und dann gelbe. Da sind auch viele verdorrt, was sehr schade ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Platzieren. 1, 2, 3, 4, 5 platzieren. Warte, ich mich frage, ob das vielleicht hier am eventuellen Waldboden liegen könnte. Weil hier beginnt ja Waldboden Area, kann man ja lesen. Und hier müsste auch noch her. Hier grenzt es an. Okay, na gut. Wir haben ja trotzdem diese 40, also nur 40% Chance. Muss man ja bedenken. Ich denke mal, das können wir so lassen. Oh, lass uns hier noch einen Apfelbaum pflanzen. Ah, ne, warte mal. Lass den mal ein bisschen weiter einrücken. Einrücken. Eins, zwei, drei, vier, ein. Für die Bäume. Würde die Waldelfe jetzt sagen. Ja, ein bisschen, ne, ist ja auch Deko, wa? Weil ich habe da ja noch irgendwo so einen Deko-Reiter. Obwohl ja Kirsche viel geiler wäre, ne? Schöne Kirschblüte. Oh. Bester Shit, wo gibt. Wirklich. Kirschblüte. Gut, pflanzen wir hier noch einen hin. Ah ne, lassen wir lieber mal noch zwei Reserve, denn ab und zu, wie gesagt, wir haben nur eine 40% Chance, gehen die ja auch gerne mal kaputt. Gut. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Das reicht erstmal für die Folge. Ein bisschen was geschafft haben wir. Backen müssen wir. Die Mühle muss ich wieder anschmeißen. Da gibt es noch einiges zu mahlen. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns in der nächsten Folge in die Südbase. Wir müssen sicherlich da ordentlich ernten und wir müssen tatsächlich backen. Ordentlich einen reinbacken, ist so. Hier muss echt nur in die Triebe rennen, ne? Das mit dem An- und Abbauen, das nervt mich ein bisschen. So. Die Mühle läuft. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Vintage Story. Like und abonnieren nicht vergessen, wenn es euch wieder gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen, über diese Unterstützung. Einfach nur ein Like andrücken, einfach nur reinsubben. Super geil. Und dann hören wir uns. Reingehauen und tschü tschü.